Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode zur MLB The Show 20 Road to the Show. Heute werden wir nicht nur weitermachen in unserer Saison, sondern ich möchte euch auch zeigen, wie ihr anhand des Betting Practice in dem Spiel besser schlagen könnt. Gehen wir rein! Viel Spaß damit! Rüber jumpen zu Play. Und dann gibt es hier diese Mini-Modes und unter anderem und dann gibt es Custom Practice. Ich bin ja Cubs-Fan, deswegen meine Cubs. Und beim Custom Practice bin ich da eher so oldschool, Road 1939, so diese Vintage-Jerseys und die cool finde ich. Und ich ziehe das einfach weiter durch, ich gehe dann in die Polo Grounds, also der Ballpark, den früher die New York Giants gehabt haben. Bevor sie in den 50ern nach San Francisco umgezogen sind. Genauso wie die Brooklyn Dodgers, wie ihr wisst, wahrscheinlich, die ja dann nach LA gezogen sind, also in den 50ern, die waren ja beide zuerst in New York geheimatet, die Giants und die Dodgers. Die New York Giants sind jetzt in der NFL natürlich und im Baseball sind sie am West Coast. Und ja, wir gehen jetzt in die Betting Practice, wir werden aber weiter einfach durchprobieren. Zuerst geht man hierher und sagt hier, ja, Great Play Options. Weil ihr könnt übrigens auch, wenn ihr wollt, seht ihr hier genau festlegen, Run on Base und so weiter. Ich gehe mal das Klassische rein. Vorher noch kurz die Game Controls. Ihr seht hier mit dem Left Stick, ja, könnt ihr diese PCI, das ist diese gelbe Box in der Strike Zone bewegen, also wie der Schläger in der Zone sich bewegt, wenn der Ball kommt. Und rechts die Swings. Ignoriert bitte den Power Swing von Anfang an. Nicht den Pausen. Beim Pausen ist ein sehr kleines Betting Window. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, den Ball wirklich mit Effizienz zu treffen, ist schon sehr, sehr gering. Ja? Man muss schon schnell swingen, oh, der Ball kommt mit dem Strike so einer Fastball und das ist relativ selten. Contact Swing ist gut, wenn er 0-2 sagt, 1-2 und alle anderen Counts außer 0-2 und 1-2 nennt den normalen Swing. Das ist der beste Punkt. Und dann auch das, wenn ihr in die Options geht, möchte ich nicht vorenthalten, checkt die Kamera. Ich persönlich habe die Hitting hinzu. Das ist natürlich jetzt schon Game Controls, das ist jetzt Game Controls, hier noch die Options. Gameplay habe ich übrigens bei mir All-Star, Hitting View bei mir auf Zoom gestellt, das ist jetzt hier auch in die Options stellen und Kameras auswählen, muss ich glaube ich einmal hier das Betting starten. So, jetzt gehen wir in die Options und jetzt gehen wir in die Kamera aus. Genau. Ich sehe hier Zoom. Ist so, ich würde beim Betting eine Kamera verwenden, die möglichst nah dran ist am Batter. Ich kenne auch sehr viele Pro-Player, die in den USA drüben die hauptsächlich Strike Zone kennen, verwenden. Da sieht man zwar jetzt nicht den ganzen Batter, aber da hat man den besten Blick auf die Strike Zone, ja, weil dann wirklich möglichst nah dran ist. Es gibt verschiedene Variationen, 2, 3, Offset. Ich habe das probiert, mir war es dann doch ein bisschen zu nah dran. Ich habe mich dann für die Zoom-Kamera entschieden. Spielt euch mit den Hitting Views, wenn ihr auf die Options geht, Zoom oder Strike Zone, ich empfehle. Alle anderen Kameras sind so nice zu sehen. Es ist zu weit weg, Fischei, also das ist wirklich schwer, den Ball wirklich mit Assorte zu treffen. Und ich gehe auf Zoom und gehe hier raus mit dem Kreis und seht ihr R2, die Strike Zone kommt hier quasi als Box rein und jetzt seht ihr die verschiedenen Pitch Types, die der hat, Fastball Changes, da Curveball. Das ist Grant von der Astros, wirklich guter Pitcher. Ich schlage jetzt auf All-Star Difficulty, also relativ hoher Schwierigkeitsgrad. Und die PCI, wie gesagt, ist diese Marker, den ihr quasi in der Zone so mitbewegt und das sollte hier so reinkommen. Und mein erster Tipp ist, seid geduldig, Leute, let the pitch come to you. Das erfordert Übung, keine Frage. Also ich war am Anfang wirklich ein schlechter Schlagmann, bin hier öfters reingegangen, hab das hier so langsam das Gefühl für die Pitches entwickeln, wo die hinkommen, sollten in diesem Bereich sollten sie reinkommen. 2-0 ist natürlich, schon Counting nicht so schlecht ist. Jetzt ist 3-0, ne? Jetzt muss man die Count Leverage spielen. Ja? Was mache ich jetzt? Es könnte jetzt natürlich ein ziemlich guter fetter Pitch daherkommen, 3-0, relativ wahrscheinlich. Der war hoch. Also die Pitcher wissen schon, wie sie dann agieren müssen von diesen Top-Pitcher wie Cranky. 3-1 und jetzt ist ja die Frage. Der war zu low, dann haben wir passieren lassen. Und wie gesagt, das erfordert Übung zu sehen, wie der Ball nach unten wegbricht, zu hoch ist, Inside, Outside.
achtet, wenn der Ball den Wurfhand verlässt, dann seht ihr schon so ein erstes Gespür, da wie also hier der Ball kommt, aber es erfordert einfach Übung, Leute. Wir werden einfach noch ein paar Bälle uns gemeinsam anschauen, das ist jetzt sowieso. Das war zum Beispiel ein Curveball, der zu tief war. Wenn ihr schwingt mit X, ja, dann könnt ihr den Schwung abbrechen. Also wenn ihr seht, dass der Ball dann doch nicht am Zone ist, dann könnt ihr einfach loslassen, die Tasten, dann mit Jackswing. Ist eine super Sache. So, das war jetzt zum Beispiel, also Flyout war gut geschwungen, aber wie gesagt, war gefangen. Also Run on First zurück, ein Aus. Und jetzt muss man aufpassen, ein Aus und Run on First. Wenn ihr den rechten Knopf drückt, Leute, dann seht ihr jetzt die Defense, auch könnt ihr so bewegen. Ich setze die Arm Strength von den Outfieldern, also hier 73 Right Field, 79, 50 Left Field, der schwächsten Wurf haben. Das kann dann entscheidend sein, um die extra Base zu schaffen. Aber schaut jetzt mal auf die Info da. Shortstop, Second Base, wir sind jetzt in Double Play Defense, das heißt, wir sind nah der zweiten Base. Jetzt versucht der Pitcher meistens hier tiefe Low Pitches. Die produzieren meistens Groundballs. Ja? Und ein Groundball in der Situation natürlich, in der von der Ground gefiltert wird, dann ist es meistens ein Double Play und damit werden schon drei aus. Also da muss man jetzt wirklich aufpassen in der Situation, dass man jetzt eher selektiv vorgeht, als bei, dass man entweder auch mal einen Pitch für den passieren lässt, auch wenn er in der Zone war. Die sind nicht leicht zu treffen. Seht ihr, das war jetzt ein Checkswing wieder, habe ich also den Schwung abgebrochen, leiderweise war keine Zone drin. All in Zoom, One in Zoom, nennt ihr einen Kreis-Button, Leute. Und alle anderen Counts mit dem X-Button. Ich kann es euch nur raten, das ist wirklich eine Empfehlung meinerseits, um da weit zu kommen, ne, mit dem Ganzen. So, das war jetzt zum Beispiel 1 and 2, ihr müsst also protecten. Ja, müsst schauen, dass ihr ein Bad bleibt, zu close to take, seht ihr High Fastball, auf jeden Fall weiter mit dem Kreis-Button arbeiten, Leute. Das war ein interessanter Pitch, das war jetzt ausgeführt wie ein Curveball High, das heißt, die Pitcher versuchen natürlich jetzt hier durch die Location und die Pitch Speeds euch aus dem Rhythmus zu bringen. Das ist eben ihr Job. Jetzt ist recht wahrscheinlich, dass jetzt wieder wahrscheinlich ein Fastball kommt und dann mir hier dieses Setup gemacht hat, den Curveball, weil dann natürlich hier das Ganze schwerer zu treffen ist. Das machen sie absichtlich. Seht ihr, Nummer 6, R2, ist ein Fastball, 2 in 2. Ich habe mich zurückgekämpft in den Count und das ist dann spannender, ja, die Count Leverage. Der war zum Beispiel ja, an der Grenze und da ist dann bei 2 Strikes eher die Tendenz zu schwingen. Natürlich kann das einen Ausweg produzieren, aber sonst riskiert er nur das 2 Grad. Und ja, das ist eben das schmale Grad. Das war jetzt ein Pitch, hat ausgesehen wie ein Slider. Ja, Slider. Slider sind Pitches für euch. Das ist ein rechtshändiger Werfer. Ich habe hier einen rechtshändigen Schlagmann. Ein Slider. In der Konstellation, wie jetzt der Schlagmann da steht, bricht weg vom Schlagmann. Wenn das jetzt ein linkshändiger Pitcher wäre, würde das leider inside kommen, ja, also zum Schlagmann. Das ist also quasi hier in dem Fall, also right-handed Pitcher so weg. Und der Curveball ist im Gegensatz dazu geht von oben nach unten. Ja. Die Fastballs sind relativ gerade. Jetzt habe ich Full Count, One Out. Müssen wir schauen, was jetzt kommt. Das war wieder ein Flyout, schätze ich mal. Den habe ich zwar nicht schlecht erwischt, aber ich habe diesen Ball eine Spur zu spät erwischt. Das ist wirklich, wirklich marginal, das Ganze, ja. Und das resultiert dann, das ist der Unterschied zwischen einem Flyout und einem Double, ja. Also ihr müsst natürlich das Timing muss auch genau passen, natürlich hier in dem Fall. Und das zum Beispiel war ein sauberer Basic Down the Middle. Da kann die beste Defense sich ausrichten, also im First and Second. Down. Ich kann übrigens im Spiel dann auch mit L1 die Lieder erhöhen von den Waren. Wenn ihr zum Beispiel im Franchise-Mode spielt, ist das ganz cool. Rotary-Schuss ist kein Thema, seitdem immer ein Spieler. Und ja, jetzt werden wir noch diesen Schlag, schauen wir uns noch an. Beziehungsweise auf Base kommt dann noch ein paar andere. Das war ein Strike, schätze ich, der war glaube ich high. Nein, der war ein Ball, der war knapp. Versucht eben, let the pitch come to your side, geduldig. Versucht auf Pitches, so in, das war jetzt ganz schwach von mir, versucht auf Pitches zu gehen, die in der Zone hier sind, hier, jetzt wollte ich quasi, jetzt habe ich also quasi der Wunsch auf Vater jetzt getan. Das war ein Strike, 1 and 2, wenn ihr 2 Strike habt, Leute, keine Panik, Kreisbutton, 0 and 2, 1 and 2 bei anderen Accounts, X-Button, man kann sich zurückkämpfen, seit bad, die Pitcher werden bei solchen Accounts eher, schau. Also das war jetzt interessant.
Ich habe jetzt nämlich mit 1 und 2 den Contact Swing, den Kreisbutton genommen und kann trotzdem damit auch Bases produzieren natürlich. Und habe jetzt die Bases loaded mit 2 aus. Und jetzt natürlich ist mein Shop hier, das ist jetzt in dem Fall ist der Right Finger, ja, genau. Mit 2 aus ist das jetzt natürlich jetzt die Option entweder ein Lock, das würde man machen, oder natürlich Basefit, weil 2 aus sind. Weil 2 aus müsste also wirklich selektiv vorgehen. Wait for your pitch, es ist nicht leicht, zum Beispiel In-Strike, Inside. Ja. Versucht mit der PCI, die PCI, die müssen nicht komplett mitgehen, das ist auch sehr schwierig. Mit ein bisschen Übung ist man dann aber dann richtig gut dran, dass man das Ganze hier ganz gut ja, erwischen kann. Oh, Base Hit. Und jetzt mit 2 aus, es ist immer so ein Thema, jetzt ist es aus, dass man eben, ja, es forciert mit 2 aus. Also das, Leute, Kamera, Zoom oder Strike Zone, wenn ihr startet mit Rookie oder Veteran, und wenn ihr dann immer besser werdet, dann verdient man den Level anhängen, Hitting Difficulty. Veteran ist ganz gut, Rookie zu Beginn, und dann kommt ihr natürlich immer weiter, es gibt immer höhere. Ja. Es gibt auch Hall of Fame Legend, wer vielleicht irgendwann mal Hall of Fame bestellen, dann wächst mal aus, das ist schwer genug. Und wie gesagt, die Kamera habe ich hier bei mir auf Zoom gestellt, und wie gesagt, R2 für die Strike Zone und der PCI in der Mitte der Zone. Wir werden jetzt folgendes machen, wir gehen raus aus Backing Practice, ja, und wechseln jetzt einfach den Modus auf Road to the Show. Das heißt, wir machen die Zone weiter, das ist Episode Nummer 4. Mit den Padres, für die, die neu dazukommen, Road to the Show ist im Career-Modus, wo man also quasi hier einen Spieler durch die Saison begleitet. Man muss zuerst mal hier getraftet werden natürlich und in die Major Leagues reinkommen, noch zu Cloud. Und kommt dann rein. Ich bin jetzt in dem Fall von den Padres getraftet, wo spiele ich Catcher, jetzt Rightfielder. Wir sind jetzt mitten in der Saison, das schaut verdammt gut aus für die Padres, die erste NL West, National League West, und haben jetzt ein Spiel in San Francisco, also NL West Matchup. Ich werde jetzt mal eins machen, ihr kommt jetzt gleich hier ins Clubhouse rein, quasi hier, also quasi ins, wenn man sich vorbereitet, dann kann man hier, ich mache jetzt mal folgendes, ich gucke, dass meine Options für Slider einhauen, ich habe eigene Slider, erstelle ich so Classic Sliders, habe ich genannt, um das Ganze noch anzupassen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann einfach einen kurzen Kommentar unten reinschreiben, Leute. Und ihr könnt dann hier, jetzt kommt gleich das Bild wieder, das war jetzt mein Slider. Und ihr könnt dann hier natürlich auch ein Video bekommen zu diesen Options hier, mit diesen ganzen Options, das gibt es wahnsinnig. Kalender, wenn ihr kurz schaut, das Fabio ist 327, wir sind jetzt also hier so Mitte Juni. Meine Slashline 300, Straight 300, 6 Home Runs, 98 RBIs. Home Runs, also ich bin jetzt eher ein Doubles Hitter und kein Home Power Hitter, das ist noch, muss ich noch mal ein bisschen besser werden. 300 ist gut, finde ich. Und der Rekord von der Mannschaft ist auch gut, bleibt sehr gut sogar 320, erster Ende, weiß ich. Ja, das nächste Spiel ist jetzt in San Francisco. Und San Francisco, weiß ich, wer das ist, das ist jetzt, ich bin ja Twitter, das ist einer der lässigsten Ballparks überhaupt in Major Leagues. Das ist direkt am Pazifik. Also Right Field ist, da sieht man dann immer so die Fans, wenn wir mit der Fans zugelassen sind, so mit Bolton, so mit Carlos, warten die wirklich so in der Bucht, ja, Right Field direkt am Ballpark, nur so ein Pier dazwischen, die warten mit Netzen und so und auf die Home Run Balls, und dann ist auch auf Football. Und ja, und jetzt sind wir hier, ich würde gerne mal live dort ein bisschen und live sehen. Das ist Left Field mit der großen Cola-Flasche mit einem richtigen Klaff hier. Das ist einer der lässigsten und schönsten Ballparks. Ihr seht also hier auch live das Wasser schon im Hintergrund. Ja, das ist ganz cool. Und San Francisco ist auch einer der besten Giants, wie gesagt. Und ja, werden das Spiel jetzt gleich starten. Der Gegner ist Lance Lynn, der war ein guter Pitcher. Schaut, hier beim Game sind sie auf die ERA, also wie viele waren es im neuen Innings, 4-8-3, okay, 72 Innings, 69 Strikeouts, das ist aber ein Indiz, ja, fast ein Strikeout pro Inning, ja, also der geht eher so auf Pitch to Contact, der geht, das ist ein Indiz, dass er dann eher in die Zone eher kommt, ja, weil wenn er sehr viel Strikeouts hat third. Pro Innings, also 1 pro Inning, das ist schon ein Indiz. So, jetzt muss so aus, ich komme hier zum Schlag, ja. Und jetzt gibt es so also Challenges auch noch, die muss man dann annehmen. Und es wird ein bisschen Inside the
dritte, das ist so richtige Challenge. Ich nehme sie an mit X, gehe kurz auf Options, gehe in den Pause-Modus und sehe die Pitch-Types von ihnen. Es ist immer wichtig, dass ihr die Pitch-Types abschätzt, Leute, machen. Ja? Also Fastball, Four-Seam, Two-Seam, Cut Fastball, Curveball. Also das ist eher, ja, doch eher schnell. Curveball 81 natürlich, das ist natürlich der Breaking Ball, also von oben nach unten wegbricht. Ja? Und dann versucht er jetzt natürlich jetzt. Also wir haben es folgendes, wir haben ein aus. Ich stehe eh schon 1-0. Sechs Pitches. Und jetzt schaue ich, dass ich halt hier irgendwie auf Base komme, wie auch immer. High Fastball ist jetzt sehr verführerisch, schon mit der Challenge schon weg. Außer die Zone, aber das ist jetzt sekundär, das ist nicht so tragisch. Und hey! Ja, man hört halt den Umpire. Das war Low Fastball. Die Pitcher, Jetzt habe ich quasi wieder zurückgekämpft, 2-2, jetzt habe ich wieder den Normal Swing in den Count, also mit X, war jetzt natürlich ist das schon ein besserer Count, aber es sind natürlich zwei Strikes. Und der ist, ja, der war eigentlich ganz gut erwischt, aber halt straight right field zum Flyout. Solche Sachen passieren, besser so als ein Strikeout, sag ich mal. Good contact. Ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Ne? Übrigens, wenn ihr dann wieder dran seid, nächster Test, der Zeit drückt, seht ihr nochmal die Pitches durch. Seht ihr, der Pitch, den ich da erwischt habe, ja, 5,5, war zusehen Fastball, relativ gut in der Zone, deswegen auch ziemlich gut erwischt, nur ist halt in dem Fall der Leitfehler genau richtig gestanden. Jetzt ist halt 1-1, bin sie in 2 aus, nächste Situation. Gehen wir weiter. Check it out. Ja, das war jetzt zum Beispiel ein Breaking Ball, das war ein Curveball, ein Curveball outside. Sie machen es dann meistens so bei den Pitcher, ja? Sie variieren die Pitches. Jetzt wird relativ mit ziemlicher Sicherheit ein Fastball daherkommen. Also da kann man schon ein bisschen spekulieren, ja? Weil sie nur versuchen, euch aus dem Rhythmus zu bringen, mit diesen verschiedenen Pitch-Types und Pitch-Speeds wollen. Mix and match die Speeds. 2-0, ist ein 2-0 Count, ja? Der ist schon nicht so schlecht, es ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass der Ball, der nächste Ball, eher in die Zone kommt, das ist keine Garantie natürlich. Ja, seht ihr? Keine Garantie, 3-0. Und jetzt hat er das Problem, dass es 3-0 ist. Ja? Und jetzt ist die Frage, ja? Ich sage immer, auf der letzten Episode gesagt, a walks is good as a hit. Es ist aber nicht, es sind zwei aussetzt. Ja? Und wenn der mit zwei aus natürlich, ist eher die Tendenz, dass man dann zum guten Ball schwingt und nicht unbedingt zum Freilauf geht. Das ist jetzt je nach, also da muss es schon gut daherkommen, der Ball. Der war jetzt natürlich ein guter Strike. Ja. Three-in-one, also das kann jetzt passieren lassen. Kann mir leisten, das 3-0, das ist das Coole. Count Leverage, also work the count, Leute. Let the ball come to you. Hey. Also der... Careful. Also boah, also ich würde es mal ganz offen sagen, am lousy call, schau wo der ist, outside the strike zone, aber... Kommt wie bei der Vorarbeit an anderen Menschen. Also Full Count, 3-2. Oh, das ist ein Bock, das war kein schlechtes Effekt, meiner Meinung nach. Weil natürlich, kein Hit, aber ich bin auf Base. Ich habe vor allem dem Pitcher 6 Pitches abverlangt. Pitch Count hat er genutzt, den Pitch Count, 1-0. Und der nächste ist jetzt dran, das ist ein Weg von mir. Ich bin auf der Base. Mit R1 könnt ihr die Info sagen, bitte passt auf. Bei 2 aus, die Pitcher. Ja, das ist leider nur die Klammer, deswegen ziehe ich jetzt aus. Ich bin auf Base genommen. Wenn ihr einen Walk habt übrigens, wird es statistisch nicht als At-Bat. Ja? So komisch es klingt, ja. Ist so. Und euer Schlagverschnitt wird weder besser noch schlechter, der bleibt komplett gleich beim Walk. Ja? Das vielleicht so ein bisschen zum Baseball, zum Algorithmen. Jetzt schaut sowas 2-1, Carlos 5 ist immer schon. Und jetzt bin ich in der Defense, weil es schlagen die Giants. Und ihr seid immer ein Teil des nächsten Plays, wenn ihr in der Defense seid. Das ist letztendlich an diesem Modus. Und in dem Fall ist jetzt das Dreieck, das ist die Route, die dich jetzt hoffentlich zum richtigen Ort hinzuholen. Druck aus, die Right Fielder, also die Outfielder, primär
Aufgabe, den Bälle zu fangen und auch schnell wieder zurück ins Infield, je nach Situation. Ja, und das wechselt so, ne? Offense, Defense, jetzt wieder in der Offense, 0 for 1. Das heißt, das ist natürlich nicht sehr teuer, weil das Druck aus ist ein 0-for-1. Es ist immer noch der gleiche Pitch, da steht 2-1. Ich check mal kurz die Pitch-Speed ab. 26-91. Damit kann ich ein wenig einrichten auch und auf den richtigen Ball warten. Schon in dieser Zone zu drin reinkommen wird. Mit der PCI, die ja nicht kennen. Die High Fastballs sind, wie gesagt, leider fällt ja wieder drauf rein. Sehr, sehr verführerisch und die meistens produzieren die Flugout oder Foulball. Das war ein Curveball, der war glaube ich noch gerade in der Zone drinnen. Ja, seht ihr, der war gerade unten in der Zone. Da muss man in der Situation mit der PCI mitgehen und dann schwingen nach unten. Aber das ist nämlich leichter gesagt als getan. Die nimmt man auch nicht so allzu oft. Und so ist nämlich mit dem Kreis protecten. Seht ihr, mit diesem Kreisschwung, mit diesem Cortex-Wing, ja, ist das Batting-Wing am größten. Ja. Der war außerhalb mit Trotzdem geschwungen, dass ich ja kein Zweiter riskiere und es bleibt bei 0-2. 0-2, 1-2, Kreis-Button. Allein Kauf mit dem X-Button, also den Normal-Swing. Lasst die Finger vom Power-Swing, Leute, das bringt so gut wie nichts. Ich habe es probiert. Ihr werdet dann eher noch höchstens die Cycle-Kiste anfangen in der Liga. 1-2 immer noch den Kreis-Button. Seht ihr, das war jetzt so ein Breaking Ball, der einfach so versucht hat, mich zum Schwingen zu verleiten, aber wenn ich schwinge, egal wo ich bin, das ist Strikeout, und gut schwinge. 2-2, ich habe mich zurückgekämpft, jetzt wieder der X-Button. Ja, der High Fastball, ihr wisst ja, bei 2 Strikes und dem V-Ball gibt es kein Strikeout, der Count bleibt gleich und das Headbett geht weiter. Ihr seht übrigens auch, dass ich Lead-Off bin, das heißt erster im Inning, das heißt Dauerwerte im Walk in der Situation werden auch nicht das Verkehrteste, wenn man als Lead-Off-Batter auf Base kommt. Ja, solange ich ihn jetzt mit dem V-Bus weiter beschäftige, sein Pitch-Count steigt, 77 Pitches im 6. Inning, das ist normal, die Energy links oben, also bei der Box, die grüne Bar, es bleibt da 2-2, es bleibt dann weiter. Ja, Full Count. Und jetzt ist ein Full Count, ihr wisst ja, Full Count, Payoff Pitch, drei Möglichkeiten. Walk, Inplay oder aus. Das heißt, oder Foulball natürlich, vier Möglichkeiten genommen. Aber jetzt. Hey, your pitch right now. Your pitch. Ah, das war ein guter Pitch. Leider nicht erwischt. Ich glaube, das war ein Fastball Low. Ich habe den Count zu Swing zugebracht. Change-up. Und guter Pitch, tippt der Cap, muss man lassen. Hat das Duell gewonnen in dem Fall, steht 2 zu 2 am 8. Das ist spannend, Leute. Ich glaube, 2 zu 2 am 8. Ein war noch ein First, einer aus. So, das ist mein Job, hier herzukommen und den Ball zu. Dann gleich L1 werfen, wenn man einen Base hat. Weniger als 2 aus, dass der Ball wieder gleich zurückkommt, das Infield. Tipp von mir, L1. Wheelerman. 2 aus, auf die Genies, also das ist. Okay Leute, wir sind neuer Pitcher. Ich hätte noch nichts geworfen. Lead auf im 9. mit High Score, ja. Also check mal dem seine Pitches ab. Okay. Fastball, Curveball, Change Up, Fastball. Also da natürlich in der Situation wäre jetzt das Thema warten vielleicht. Ja, geduldig sein, nicht gleich wild drauf losschwingen. Weil wenn ich da jetzt einen Walk passiere natürlich. Dann ist es nicht das Verkehrteste, das wieder, weil das ein Change-Up sind ohnehin schwer zu treffen, also lasst ruhig die Bälle passieren, auch mal, wenn ihr mal einen Strike ist, ja. Ihr seid immer noch nicht bad, ihr habt nicht die Möglichkeit, das zurückzukommen. Oh. Ja, das war jetzt nicht weit entfernt vom ersten Pitch. Er wollte eben Strike haben, Umpire hat jetzt da das ist Ball gewertet, ihr seht, der Umpire macht in beide Richtungen Fehler, das ist nicht oft, aber das ist ja ein Einstieg, das ist gut so. Haben wir übrigens einstellen noch. Hey, here we go, big guy, come on. Ich möchte aber keinen Roboter als Anfeier mit den Menschen haben, also menschlich im Sinne von. Guter Pitch. Low Fast muss im Recht oft, ja? Da kann man sich versuchen noch reinzustellen. 1-2. Ja, seht ihr? Reißbutton, 1-2, es war zu close to take, der war in der Zone. Powerball ist weiter 1-2, ich bin der zweite immer noch.
Stay Alive, die haben zwar etwas martialisch. Der war außerhalb, Fastball, war ziemlich knapp, seht ihr? Also das Auge zu bekommen, nicht zu schwingen, das geht ins Becken, das ist heute. Let's go, kid. Und probiert es einfach aus. Ne? Also, der Ampere jetzt, sagen wir so, es ist nicht unbedingt. Nein, es war ein Scheiß, wenn das Spiel passiert. War knappes Spiel. Ich denke, One Run. Schätze ich mal, checken wir es mal ab. Er hat ja, 3-2. Nicht optimal. Walker dabei. No error. They left and on ja, Leute, das war das Spiel. Walker schon, Abonniert den Kanal, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal. Leute, ich sehe euch im nächsten Spiel. Bis dann. Ciao, ciao. Take care.